Ja, moin Leute, hier ist der Patrick von FIFA Active und herzlich willkommen zu meiner zweiten Folge Road to Bayern. Und wie ihr seht, haben wir in der ersten Folge schon Weihrauch, Kimmich, Gaudinho und Rode verpflichten können. Und es geht direkt los mit ein paar Trades. Wir haben den Red Phillips von der letzten, nee, den Phillips, keine Ahnung, verkauft. Acevedo haben wir nochmal 200 Münzen fast Gewinn gemacht. Bei diesen beiden Silberspielern nochmal jeweils 100 Münzen, denn einer war schon direkt verkauft und wir investieren die Münzen neu. Und jetzt schaut euch diesen Deal an, der war. Ah ne, das war nur 150 Münzen bei ihm, das war doch nicht so ein krasser. Dann geht's weiter mit diesem Silberkauf, wir 300,550 verkaufen und wir suchen den Gegner für unser drittes Spiel in der Liga. Und ihr seht, das hat ja insgesamt hat 10 Minuten gedauert. Ich musste dreimal neu suchen, weil dann angezeigt, zwei, ja, dreimal musste ich insgesamt anfangen zu suchen, als Gegner gefunden wurde. Und wir spielen gegen Kakuta, Shiba und ein Bronze-Team. Aber es geht direkt los. Mit Stolze spielt auf Weihrauch und Weihrauch trifft in der 21. Minute. Jo, in der ersten Folge ist das schon ganz gut abgegangen. Jetzt macht er nochmal ein Tor. Jetzt nochmal durchgesteckt auf Stolz. Ich glaube, der Pass war von Gaudinho. Stolze, Schusstäuschung. Ne, von Kimmich. Und ja, dann schließt am Ende Luis Alberto, ob der nochmal einen Pass von Kimmich bekommt. Zum 2:0 in der 25. Minute. Jetzt unser Gegner im Angriff. Julian Schieber auf der linken Seite. Julian Schieber, der hat natürlich einen klasse Abschluss. Wer es wettet. Ja, nice. Natürlich auch gefreut, aber egal. Es geht weiter. Über Weihrauch. Klasse. Pass auf Stolze. Mit ein bisschen Glück trotzdem. Und wir machen es 3 zu 1 in der 37. Minute. Und ihr seht es gerade. Ja, 8 zu 2 Schüsse. Da war die Qualität ein bisschen schlechter, da musste ich ein komisches anderes Bild nehmen. Das ging irgendwie nicht so ganz. So, und unser Gegner kann kontern. Wir nehmen ihm kurz den Ball ab, verlieren aber wieder. Ja, und dann ist er einfach durch mit Schieber. Spielt nochmal rüber auf Carpent. Und unser Spieler kommt nicht mal dran. Ich hole kurz den Torwart raus und das war dann der Fehler. Und dann kassiere ich hier halt das 2 zu 3. Aber direkt Anstoß von uns. Zwei Ballrollen von Stolze. Verliert den Ball. Kassieren wir wieder das 3-3. Kann er wieder angreifen? Nein, wir nehmen den Ball ab mit Gaudinho. Ihr seht es gerade, ihr habt es gerade rechts unten gesehen. Ich habe auf Abwehrriegel gestellt. Aber das war jetzt gar nicht mal so wichtig, weil Weihrauch wieder mit zwei Ballrollen und mit dem 4 zu 2. Superklasse Treffer. Patrick Weihrauch Doppelpack hier also. Der gefällt mir doch schon relativ gut. Man of the Match ist er auch geworden. Zusammen mit Stolze zusammen. Stolze, ja. Ist hat einen guten Abschluss. Am Ende waren es 9 zu 7 Schüsse. War ganz in Ordnung. Und das ist jetzt schon unser dritter Sieg in der Liga. Jetzt leihen wir noch Lekjaks aus und die 99 Spieleverträge. Ja, einfach weil wir die und die Transferliste vergrößern, weil wir die Verträge können wir verkaufen. Das werdet ihr gleich sehen, dass ich das auch noch mache. Und dazu werde ich dann nochmal hier gerade gucken, ob es irgendein Trikot gibt von Bayern. Das gab es tatsächlich auch. Ich habe es aber gerade, glaube ich, nicht reingeschnitten. Keine Ahnung warum. Zumindest verkaufe ich beide Verträge, oder setze zumindest auf den Markt, für 900 und für 850 Münzen und schon verkauft, genauso wie der Silver und der Henry. Den einen Spieler haben wir noch abgestoßen und ja, bei 3500 Münzen und kaufen Green, sowie Bartstuber und Rafinha. Das ist eine richtig, richtig geile Verstärkung, die drei Stück. Dann kriegen wir noch einen Keeper Ulreich, also schon vier Stück und da ich euch ja nicht jedes Mal nerven will, wird nur einmal dieses Einkauf jetzt eingeblendet. So, nächster Deal, damit, dann haben wir noch Rode gekauft, 150 Münzen bei ihm Gewinn gemacht, auch nicht schlecht. Da sind wir bei 2300 Münzen gewesen und wir haben zwei weitere Spieler verkauft, ein paar neue gekauft, zum Beispiel diesen Preciado, 200 Münzen Gewinn. Eben habt ihr gesehen, ich habe ein paar Spieler auf der Transferliste gehabt, die habe ich aber nicht gezeigt, wie viel die wert sind, wie viel ich auf den Markt gestellt habe, wie ich die gekauft habe, denn die Aufnahme, die war irgendwie verbuggt. Das wird auch in einer der nächsten Folgen nochmal passieren, dass ein paar, ja, paar Sachen verbuggt sind. Jetzt kommt man zumindest nochmal Bernard. Also ihr seht, hier wurde gerade relativ viel getradet und viele Spiele einkauft für unser Team. Völlner auch nochmal ein richtig nicer Deal, Coins verdoppelt. Und Hughes, das ist auch nochmal ein richtig, richtig geiler Deal, ebenfalls etwa Coins verdoppelt. So, unser nächster Gegner, gegen den wir spielen, ja, das ist ein ganz, ganz gutes BPL-Team plus James Rodriguez. James Rodriguez war clean, genauso wie Bolasie im linken Sturm. Aber der Rest, ja, Kane und Co., das Team war echt, echt stark. Rodriguez mit der tiefen Flanke, unser Keeper ist dran. Und dann ganz, ganz doof, Townsend wird der Schuss abgefälscht. Der macht einen 1-0 Führungstreffer, war natürlich völlig verdient. Das waren 8 zu 1 Schüsse. 2 zu 1 Schüsse aufs Tor. Ja, wir wurden da ziemlich zerstört. Zweite Halbzeit geht es genauso weiter, wie es aufgehört hat. Walker auf der rechten Seite setzt sich durch, paced sich durch. Ulreich ist dran. Und ja, Nachschuss von Kane, der sitzt dann leider. Macht das 2-0. Bisschen schade, egal. Bolasi greift an. Ist er durch, da werden wir wohl nicht mehr am Ball kommen, sieht ziemlich schlecht aus. James Rodriguez wieder zurück auf Bolasi und jetzt, ja, was ist das? Er sweatet, sein Rodriguez geht nicht am Ball und dann ist sein Bolasi da hinten. Nicht Bolasi, Townsend, ja, ein bisschen doof.
Aber unser Sanchez zeigt, dass er auch was kann. Sanchez setzt sich durch und mit dem Treffer. Wer es nicht weiß, Alexis Sanchez ist ein geliehener Spieler. Erste Folge, habe ich es gezeigt, schaut es euch an. Ja. Weiter geht's bei uns mit Harry, beim Gegner Harry Kane, das wird das Foul. Alles klar. Herr Schiedsrichter. Das soll unser Foul gewesen sein. Schaut euch das nochmal an. War das wirklich ein Foul? Ich habe hier nochmal richtige Zeitlupe gemacht. Wir kommen in den Ball mit Bartstuber und dann tritt Kane Bartstuber. Und dafür kriegt der Gegner dann einen Elfmeter. Sollte egal sein, steht ja eh 3-1. Ich mache da zwar das 4-1, aber ich denke mal, zwei Tore in 15 Minuten ist nicht ganz so easy. Sehen wir es hier nochmal. Wir sind zuerst einmal, er tritt uns. Er tritt uns und es ist Elfmeter. Dankeschön, Schiedsrichter. Wow, trotzdem Man of the Match Ulreich, oder Man of the Match oder besser von unserem Team, ich weiß auch gar nicht so genau. Ja, 18 zu 3 Schüsse, da wurden wir doch schon ziemlich zerstört, aber darf auch mal passieren. Mit unserem Team ist auch nicht so top, ne? Und erste Niederlage nach 3 Siegen ist ganz in Ordnung. Weiter geht's aber beim nächsten Gegner, das ist schon vor Draft hier gewesen, erste Runde. Wir greifen direkt mal an der 13-Note von durch Robben. Groß setzt sich da nochmal durch, groß und der macht das 1-0. Entschuldigung, dass hier auch diese Szene so ein bisschen, dass so ein bisschen wenig was drin, wir haben ein kleiner Fehler, dass ich das Gegner-Team nicht gezeigt habe, aber gut, das Team war jetzt nicht so überkrank. Zumindest Robben macht es nochmal hier alleine, diesmal passt er nicht auf Groß, sondern macht es wirklich komplett alleine, macht das 2-0. Jetzt sind wir noch durch mit Götze und First Post OP. 13-0, jetzt spule ich hier so ein bisschen vor, ein bisschen im Jubeln, ein bisschen mal Store angucken. Der Gegner drückt Pause und quittet. Man of the Match Leno, 10,0 Bewertung. Ja gut, da hoffe ich, euch hat die Folgen gefallen. Falls ja, lasst einen Daumen nach oben da. Jetzt am Ende seht ihr gerade nochmal die Checkliste, welche Spieler wir alle schon haben. Wir haben schon für den Goldtorwart Ulreich. In der Verteidigung haben wir schon Bernard, Bartstuber, Rafinha. Im Mittelfeld haben wir Kimmich, Rode, Gaudinho, Green und Kurt. Und im Sturm haben wir Weihrauch. Gut, in der nächsten Folge kann ich schon mal sagen, passiert, ja, wird ein großer Fortschritt stattfinden. Gut, hoffe ich mal, sehen wir uns, wir sehen uns da wieder. Daumen nach oben, wie gesagt. Und ja, links oben kommt da zu meinem letzten Video von meinem 50 Fakten über mich von gestern, von dem Video, ein YouTube-Special. Und gut, abonnieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.